Da ich mir nicht sicher bin, was ich gerade überhaupt gefilmt habe, muss ich euch das wohl mal mit einem schwarzen Streifen zeigen. Ich wollte euch den Kram zeigen, den ich jetzt am Samstag bekommen habe von der Loot Crate. Da seht ihr als erstes ein T-Shirt von Fallout 4 mit dem Nuka-Cola-Ding. Finde ich ganz süß. Ist für den Sommer ganz hübsch mit der Farbe, gefällt mir sehr gut. Ist eine Frauenvariante, aber in M. Witzigerweise, weil jetzt kommt. Darunter ist auch wieder ein blaues, bloß eben, ne? Dunkler. Eins mit Edward mit den scheren Händen, wo ich mich frage, gibt es das vielleicht als Anime? Und das ist an mir vorbeigegangen, wegen hier. Jedenfalls, das ist in S. Als nächstes gab es ein Sweater mit diesem Muster. Das soll irgendwo in Die Hard vorkommen, aber da ich bei Die Hard immer einschlafe, kann ich euch das nicht sagen, wo das aufgetreten ist. Es ist auf jeden Fall okay. Es dürfte auch etwas weniger süßlich sein mit den blöden Bären. Aber das Ding trage ich dann halt zu Hause im Hausfrauenmodus. Das ist dann okay. Damit kann ich da auch leben. Und als letztes finde ich sehr witzig. Da, die habe ich euch schon mal gezeigt. Zumindest auf Instagram. Nämlich eine Schlafanzugshose von Harry Potter. Das war dann so der letzte Ding, wo ich deswegen eigentlich alles gekündigt habe und mich wundere, wo der ganze Kram, den ich jetzt hier bekommen habe, herkommt. Ist eben so eine Sache, man kann auf, also ich kann Loot Crate leider Gottes wirklich nicht empfehlen. Tut mir leid. Ich finde, es ist nicht nachvollziehbar, was sie jetzt verschicken, wann sie jetzt verschicken. Es ist, auf der Seite ist jetzt nicht wirklich alles so klar in der Richtung und ja, wie schon gesagt, ich hatte diese Hose, habe ich schon mal bekommen. Keiner weiß für welchen Monat. Keiner weiß, ob es auch wirklich da zu diesem Monat, wofür es losgeschickt worden ist, wirklich gedacht war. Weil irgendwie war das wohl auch im letzten Halbjahr eine Schwierigkeit bei denen. Jedenfalls habe ich die bekommen und habe sie dann auch noch in L bekommen. Was soll ich mit L? Ich bin zwar im Moment relativ rund, aber so rund bin ich auch nicht. Also hat die mein Kind bekommen. Und jetzt bekomme ich sie halt noch einmal. Warum? Muss ich das verstehen? Nein. Wie auch immer, diesmal kann ich sie zumindest tragen. Es ist ein offizielles Harry Potter Ding. Es ist bunt. Man kann es zum Schlafen anziehen. Das ist okay. Ach ja, zu dem Zeitpunkt, als ich diese Harry Potter Sachen bekommen habe, habe ich nämlich auch noch die beiden bekommen. Nämlich. Also die erste Hose, die ich bekommen habe, da habe ich nämlich noch diese Regenschirme bekommen, die, wo ich gelesen habe, also da haben schon viele geschrieben, also man behauptet, die Mitarbeiter von Loot Crate wären in den Walmart gestürmt und hätten dann für je 5 Dollar diese Regenschirme gekauft dort. Tatsächlich sind auf diesen Dingern Klebereste zu sehen. Da kann man alles vermuten. Na, als hätte man da die Dinger abgeknibbelt von Walmart. Die waren auch da. Dafür habe ich jetzt nicht diesen Mini-Rucksack von Marvel, den sie angeblich haben sollten. Aber wie schon gesagt, es ist sowieso nicht nachvollziehbar, was für welchen Monat kommt. Die ersten Sachen, die ich euch gerade hier gezeigt habe. Die sind alle auf einmal gekommen und sie sind alle im Januar abgeschickt worden. Was also auch nicht stimmen kann. Auf einer stand, das wäre die September-Variante, ist aber im Januar abgeschickt worden. So. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Chaos ist und warum ich überhaupt noch Sachen kriege. Weil ich die im Januar gekündigt habe. Aber hey, ich schaue mal weiter, was da kommt, nicht wahr? Und damit bin ich am Ende. Noch was vergessen. Guckt mal. Das hier war auch samstags dabei.
Wir haben jetzt März. März. Diese super, über, super hässliche, gruselige Kosmetik, Klatsch-Handtasche mit schlecht vernähten Nähten. Naja, die kann man abschneiden. Aber jetzt ehrlich, wem soll ich diese arme Handtasche antun? Also, ich meine, ja gut, man kann Medikamente reinpacken und die dann im Medikamentenschrank packen oder so, aber ehrlich, Leute. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ehrlich.